Pünktlich um 6.22 Uhr holt das Kleine den Großen ab. Start war gestern Abend in Kopenhagen. Die Einfahrt heute früh mit reichlich Wind, beobachtet von den ersten Kreuzfahrt-Frühaufstehern. Ich habe den Bau des Schiffes dokumentiert. Und die Jungfernfahrt. Weil das was Besonderes ist. Einfach. Das kann man sich mal antun am Sonntagmorgen. Sehen Sie auch so? Ja, genau. Ja. 253 Meter lang, 7 Meter Tiefgang. Platz für knapp 2200 Passagiere, damit eines der kleineren Schiffe der AIDA-Flotte. Und für Kapitän Marc-Dominik Tido eine Art Heimat. Vor 10 Jahren war sie sein erstes Schiff als Kapitän. Dieser Blickwinkel von der Brücke aus hier und bei dem Sonnenschein ist natürlich was Besonderes. Also, und wie gesagt, es ist ja unser empfundener Heimathafen und da freut man sich. Der erste von 148 angemeldeten Anläufen in diesem Jahr, der Ablauf beim Passagierwechsel, Routine. Der Chef schon einen Schritt weiter. Ich bin tatsächlich lieber auf See, denn die Zeit im Hafen ist natürlich immer sehr intensiv. Aber unsere Gäste unternehmen natürlich diese Reisen nicht nur um der Reise willen, sondern auch für die Destination. Von daher ein bisschen von beidem. Gerne bei gutem Wetter natürlich, aber das hält sich die Waage. Am Pier hängt die AIDA Ma an der Steckdose. Die Landstromanlage läuft hier seit knapp 3 Jahren. Die Auslastung könnte besser sein. An den beiden Liegeplätzen in Warnemünde nutzt knapp ein Drittel der Schiffe die nachhaltige Lösung. Tendenz leicht steigend. Es könnte sicherlich mehr sein, aber man muss ja auch erwähnen, wir sind ja einer der wenigen Standorte überhaupt, die das anbieten können. Das war natürlich ein Kraftakt und es geht langsam voran. Letztes Jahr waren wir schon sehr gut dabei, also über ein Drittel der Anläufe. Und in diesem Jahr erwarten wir eine wesentliche Steigerung der Nutzung. Bisher entscheiden die Reedereien, ob Maschinen laufen lassen oder Landstrom. Eine Pflicht, diesen zu nutzen, noch zu früh. Nur wenige Hafenstandorte können anbieten. Es macht ja nur Sinn, wenn alle Hafenstandorte anbieten können und dann eine Pflicht einzuführen. Ansonsten würde es unter Umständen dazu führen, dass Hafenstandorte mit Landstrom auch mal gemieden werden. Für die AIDA Ma hieß es vor einer guten Stunde Leinen los. Es geht Richtung Gotland und Stockholm. Doch schon am Donnerstag wird sie wieder einlaufen in ihrem Heimathafen Warnemünde.